Willkommen zurück zu einem neuen 5M Scripting Tutorial. Heute werden wir nichts Neues erstellen. Ich werde euch eine VS Code Extension zeigen, die eure Produktivität beim Programmieren erhöht. Das ist die CFX Lua-VS Code Extension für VS Code. Die bietet uns unter anderem für 5M und RedM Intelligence und Autocompletion, Annotation, Diagnostics und so weiter. Wie zum Beispiel, wenn wir hier oben schauen, wir geben GetPlayer Routing Bucket ein. Da bekommen wir die Dokumentation angezeigt, wie wir den Befehl vervollständigen können, was er uns zurückliefert und das für allerlei Sachen im 5M-Kosmos. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da und alles Wichtige findet ihr unten in der Videobeschreibung. Was wir dafür brauchen ist Visual Studio Code, einfach einmal bei Google eingeben. Der erste Link dürfte direkt der richtige sein, dann landet ihr auf code.visualstudio.com. Das einmal herunterladen, downloaden. Das haben wir auch in allen anderen Tutorials für 5M genutzt. Wenn ihr das hier runtergeladen habt, öffnet das einfach einmal und öffnet irgendeine Ressource. Ich habe jetzt hier die Noclip-Ressource geöffnet, die ich letztens erstellt habe. Und dann können wir hier links navigieren in den verschiedenen Sachen. Das sieht bei euch wahrscheinlich ein bisschen anders aus, weil ich benutze ein Theme. Aber diese Bezeichnungen dürften gleich sein. Wir gehen auf Extensions und suchen nach CFX. Finden wir hier CFX Lua, das ist nicht was wir wollen, es hat nämlich nur 6k Downloads. Das Interessante für uns ist dieses CFX Lua 5M RedM mit voller Bewertung, aktuell 30.000 Downloads, Version 1.7.25. Da klicken wir hier einmal auf Install und warten kurz bis das installiert wurde. Wenn das installiert wurde, steht hier Disable und Uninstall. Und wir suchen hier oben bei den Plugins auch mal nach Lua. So, diesen Lua Language Server, coded by Lua, mit knapp 1,2 Millionen Downloads, den braucht ihr auch mal. Und was ich auch noch empfehlen würde, wäre Lua Language Support für Visual Studio Code. Auch dieses Plugin könnt ihr einmal installieren. So, ich springe jetzt zurück zu unserer Ressource in die Client.lua und ich gebe mal hier was ein. Wir haben hier verschiedene Sachen benutzt. Ich sehe gerade, das habe ich falsch geschrieben letztes Mal. Zum Beispiel wollen wir die Rotation der Kamera bekommen. Wir sagen jetzt hier rot gleich get. Jetzt bekommen wir diese Autovervollständigung hier. Umso mehr wir schreiben, get Gameplay, Cam Coord, Cam FOV. Wir sehen hier, können mal diese Cam Coord nehmen, halten mal drüber. Dann sehen wir auch hier, okay, es liefert einen Vektor 3 zurück, erwartet keine Parameter, ist Client im Cam. Dann können wir hier auf Native Documentation klicken, um darauf zu kommen. Machen wir einmal. So, können wir hier draufklicken. Native Documentation. Dann haben wir Open, öffnet sich unser Browser und wir werden automatisch in die jeweilige Kategorie vom 5M Wiki von den Documents weitergeleitet. Das gleiche können wir natürlich auch bei Funktionen machen, die etwas ausgeprägter sind. Zum Beispiel ist Disable Control Pressed. Da können wir dann noch eins hinzufügen. If ist Disabled Control, können wir es hier auch so pressen. Wir können dann mit der Taste Tab das Auto vervollständigen und das dann einfach ausführen. So habt ihr dann zum Beispiel auch hier bei Set Entity Coords No Offset direkt die Dokumentation hier. Wir können sehen, ah, okay, this native allows bla bla. Und somit können wir dann unsere Produktivität steigern, besser coden. Wir müssen nicht so auf dem Wiki nachschauen und ihr habt eine Autovervollständigung. Ich hoffe, ich konnte das mit diesem kurzen, aber hoffentlich hilfreichen Video weiterhelfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, schaut bei mir auf dem Discord vorbei. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.